kommt Schweinegrippe wieder, mal erzählen sie Glucks hoch. Oder wir kriegen neue, ja. Läusegrippe, Schlangengrippe, Alter, ja. Pfeifengrippe. Pfeifengrippe wäre krass, Alter, ja. Pullerschnuppen, Alter. Hatschi, pam, fallen dir die Eier aus dem Sack, Alter. Richtig krass, ja. Okay, herzlich willkommen, Teil 2 Wochen Rückblick. Und war jetzt gerade mal off-topic sozusagen, er hat nichts damit zu tun, ja. Ui. Was war da denn los, Alter? Kann auch kaum erwarten, ausgetrunken zu werden, das Bierchen, ja? Mal, Clemo, warum hast du schon wieder eine große Pulle, Alter? Ich hab hier die kleinen, muss hier die kleinen Babydinger abnuckeln, Alter, und der knallt sich hier schön die großen Raketen drin, ja? Mann, Mann, Alter. Hier, er ist wieder da, ja? Jesus ist gerade groß in Mode, ja? Als DJ, ja? Auch bessere Karriere, ja? Früher ein Kreuz, heute ein Turntables, Alter, ja? Och, Fußball, ja, Müller hier, unser Supertorschütze, ja, Promi-Galopp in Aachen, ja, ich denke, wen interessiert Galopp, Alter, lese ich hier das Kleine, Thomas Müller, Ehefrau, bla bla bla, ehemalige Vielseitigkeitsreiterin. Kennen wir das nicht alle, Alter? Lernst eine Braut kennen, ja, kannst von oben, unten, jede Seite, hier, dank, dank, Vielseitigkeitsreiterin, ja, das, glaube ich, heißt das. Irgendwann ist natürlich mit der Beziehung kommt Einseitigkeit, ja. Und irgendwann wird ja nicht mehr geritten, Alter. Da wird nur noch gemeckert. Ja, das ist natürlich ein Problem. So, ich hab's euch versprochen, Alter. Ich hab mir selber gefreut, ja. Gina Lisa ist in den neuen Playboy drin. Ich hab ihn mir noch nicht gekauft, weil Playboy ist mir zu teuer. Aber für uns einfache Leute gibt's ja Bisshaltung, ja. 60 Cent, Alter, hier. Gina Lisa, auch für dich, Clemo. Heute zeige ich euch alles. Richtig geil, oder? Was sagst du? Würdest du mit ihr... Was heißt das? Nur wenn du vorher Mollen drin hast, oder was? Also, guck mal. Hier. Aber ihren Traumbusen hätte sie fast umgebracht. Jetzt muss ich mal euch ein Geständnis machen. Mich hätte der Traumbusen auch fast umgebracht. Ich gehe mir nämlich Tanke mit Zeitung kaufen, Alter. Blätter so durch beim Laufen, ja. Seh die Hupen, seh nicht Ampelrot, Alter. Ich bin fast überfahren worden, ja. Hätte mich der Busen auch fast umgebracht, ja. Hier, aber guck mal, schönes Bild. Ich musste für Leute, die noch nicht so lange dabei sind, ich muss immer Bikini malen, weil YouTube sperrt Titten. Ja, ihr dürft keine Busen zeigen in YouTube. Ihr dürft zeigen, vielleicht wie Leute erschossen werden oder was. Ja, aber keine Busen. Keine Busen kriegen. Muss noch du dich mit akzeptieren, Alter, ist so. Ja, hier, noch einmal. Zack. Die Brüste, ja. Also, wenn ihr einen Groschen zu viel habt, vielleicht habt ihr Geburtstag, ja. Oder... Eure Eltern sagen, oh, ich gehe in den Kiosk, soll ich dir was zu lesen mitbringen? Bestell den Playboy, Alter, ja? Die Ausgabe ist schön mit Gina Lisa, ja? Schöne Schuppervorlage. Wer braucht, ja, wenn man kein Internet hat oder was? Oder keine Freundin oder irgendeine Scheiße, Alter? Oder ein paar Girls im Telefon sozusagen, ja? Mhm. So, wir kommen jetzt zum Videoteil. Vielen Dank schon mal im Voraus wieder für die ganzen Videos, die ihr mir geschickt habt. Alter, jetzt ist ja nass von dem Bier. Ich hoffe, die Maus ersäuft nicht. Ja? Ich hab erzählt, ja, ihr wisst ja, ich bin immer Politik und so weiter, wir hatten letzte Woche drin Gesundheitsreform und so weiter, wie sie uns fertig machen wollen, ja. Hier haben sie jetzt schon von der Regierung inoffizielle Videos sind das ausprobiert, wie in Zukunft Zahnmedizin billiger gemacht wird, ja. Zahnziehen, hier, pass auf. Da ist er. Ja, also, ich prophezeie, dass es noch richtig schön wird in Zukunft. Ja, ist ja jetzt schon richtig geil. So, nächste Ding hier, das ist irgendwie so ein Pfarrer oder sowas, ja. Vielen Dank auch für das Video, Alter. Pass mal auf, was der erzählt. Über Frauen, die rauchen, Alter. Und kickt euch in das Rauchen ist eine sehr, sehr starke Volksseuche geworden. Und diese Unreinheit... Gerade wenn Frauen stark rauchen, sind sie unrein. Es ist der Dreck drin. Und daher kommt auch der Begriff Drecksfotze. Ja. Ey, was ist denn mit Ihnen los, ja? Vor allen Dingen so ein Typ. Ihr habt den, warte mal, ich mach mal ein Stück zurück. Begriff Drecksfotze. Kick ihn euch mal an, Alter. Außer das Ding von seiner Mutter hat der doch noch nie einen weiblichen Geschlechtsorgan gesehen, ja? Was hat der denn für eine Ahnung? Das sind immer mir die Liebsten, Alter, ja?
Schönen Dank für dieses Video, ja, fantastisch. Jetzt kommen wir kurz hier, Sprache lernen. Ich skippe ein bisschen durch und zwar gibt es in Japan eine Fernsehshow, Kimo, richtig geil, wo die Leute sitzen im Schulraum und kriegen Videos gezeigt und die dürfen nicht lachen. Wenn sie lachen müssen, fliegen sie raus, am Ende kannst du gewinnen. Fliegen sie raus, müssen sich an der Seite hinhocken und kriegen richtig mit so einem Ding auf den Arsch gehauen, ja. Und hier kriegen sie Videos gezeigt von Japaner, der versucht Englisch zu sprechen, ja. Pass auf, hier unten könnt ihr selber das... Richtig geil, ja. Ein Video geht 5 Minuten oder so. Müsst ihr euch angucken. Ihr findet alle Videos, die auf YouTube sind, 2, 3 sind nicht von YouTube, kann ich nicht verlinken. Aber alle Videos, die hier von auch YouTube sind, findet ihr unter meiner Favoritenliste, hier auf der Seite, unter Funny. Ja. Vielen Dank für das Video. Ja. Hier haben wir noch ein Ding, Alter. Hat auch mit englischer Sprache zu tun. Auch wieder hier so eine super Gurkenshow, Alter. Und zwar singt die einen Song von, ich glaube, Whitney Houston oder was. Und man sieht dann die Untertitel. Einige Blenden, die haben versucht, den Untertitel einzufangen, was sie in Englisch versucht zu singen. Sie kann auch kein Englisch. Ja. Ich glaube, Guido Westerwelle würde es verstehen, Alter. Mal gucken, das manche können nicht nur gut singen, manche können auch gut Englisch, Alter. Ja. Fantastisch, ja. Hier ein geiles Video auf Facebook. Findet ihr, wenn ihr macht Facebook/Peiler, facebook.de/Peiler, kommt ihr auf meinen Facebook-Account, da seht ihr an meiner Pinnwand, das Video hier zum Beispiel, ist von WM. Ja, hier, die fahren hier mit Auto. Pass auf, zieh dir rein. Pass auf. Schöne Umfälle. Man sagt ja nicht umsonst Suicide Doors, ja, heißen die. Selbstmordtüren, also, und ist Suicide Kofferraum auch natürlich, wenn man drauf sitzt und vorne Gummi, Alter, Problem, ja. Vielen Dank auch für dieses Video. Nächste Video, auch wieder Auto, ja, wenn Leute tanken gehen, ja. Man muss aufpassen, ist genau wie bei McDrive, muss man ein bisschen aufpassen, Alter, wie hoch ist und wie hoch ist Auto. Kick mal den hier, pass auf. Schon wieder rum? Noch 2 Minuten, dann beeilen wir uns. Ja, also so kann tanken, kann so eine Tankfüllung, und der hat ja nicht mal Benzin mehr gekriegt, Alter, kann schon mal schnell 30.000, 40.000 Dollar kosten, ja, in Amerika oder bei uns Euronen, Alter, ja, überkrass. Nochmal schnell hier für die Leute unter euch, die mehr so Fahrrad unterwegs sind, Alter, ja. Achtung. Und? Schöne Ding, ja. Also am besten mit den Billigfahrrädern, Alter, nicht die krassen Dinger machen, ja. Jetzt kommt hier noch ein Restauranttester, ja. Vielen Dank auch für diesen Link. Pass mal auf. Ich bin euch eins, wir riechen. Schon so circa 50 McTastes insgesamt gegessen. Immer waren sie warm und lecker. Ich habe den ersten McTasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da nur schon 20 Minuten. Und einfach der McTasty hat nichts mehr mit dem McTasty zu tun. Ja. Also er hat schon 50 McTastys gegessen, vielleicht an den Tag, Alter, ja. Auch schöne Video, der erste sprechende Pfannkuchen, Alter, ja. Sieht gut aus, der Kleine, ja. Ich vermute später Blutdruck, Herz, volle Programm, ja. Ah, was haben wir hier noch schönes? Ah, fantastisch. Nee, ist leider zu clean. Aber zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Worte von MC Pete mitgeben, der älteste MC Deutschlands, ja? Und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder bei Peinermans Wochenrückblick. Hier, pass auf. Jo, was geht? Hier ist MC Pete. Ich bin 74 Jahre jung und arbeite an meiner Mixtape-Oltour. Im Sommer 2010 kommt mein Musikvideo raus. Bis dahin, Peace und fick dich.